was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, liebe Freunde. Ihr denkt wahrscheinlich, warum sitzt dieser junge, gut aussehende Mann gerade in seinem Auto? Ich kann euch das ganz einfach erklären. Und zwar, liebe Freunde, liegt das daran, dass ich jetzt zum Mediamarkt fahre, um mir die günstigste Tastatur überhaupt zu kaufen, damit ich für euch ein Video drehen kann, in dem ich die günstigste Tastatur gegen die teuerste Tastatur testen kann. Ich persönlich glaube, dass es auf jeden Fall einen sehr fetten Unterschied machen wird. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo. Ich fahre was ins Auto hier rein. Und viel Spaß mit dem Video. Freunde, ich habe hier jetzt mit meinem unglaublichen Auge jeden einzelnen Preis genau unter die Lupe genommen und genau verglichen. Aber am Ende des Tages muss ich sagen, egal was das hier für Preise sind, die günstigste Tastatur, die ich hier finden konnte, und ich habe wirklich jede angeschaut, ist diese hier. Wired Desktop Set ISI 850. Die wird mitgenommen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich der Lachs hier nachher spielen lässt. So, ich habe mir nämlich die günstigste Tastatur gezogen, Chat, die es gibt, die ich gefunden habe bei mir im Mediamarkt. Und die ganze Tastatur unboxen wir jetzt mal zusammen für ein YouTube-Video. Das Ding hat 8 Euro gekostet. Digga, mit 8 Euro könntest du auch zum Beispiel Döner essen gehen und dazu ein Getränk. Schon crazy. So, wir machen jetzt mal das Ding auf und ich werde jetzt mal die Tastatur mit meiner jetzigen, mit der Apex vergleichen. Digga, das ist 200 Euro Tastatur. Eine der teuersten Tastaturen, die man für Fortnite sich so kauft. Und hier haben wir die günstigste Tastatur. Ich bin gespannt. Was ich mich frage, hier ist auch eine Maus drauf. Ob ich dafür 8 Euro eine Maus und eine Tastatur bekomme. Siehst du? Oder? Warte mal. Halt's Maul. Maus und Tastatur für 8 Euro. Ja, das sieht sogar krass aus eigentlich. Also, das ist eigentlich crazy. Man bekommt für 8 Euro eine Tastatur und eine Maus. Okay. Es riecht brutal nach China. Ich bin ehrlich. Aber die Maus, ich sag es ist, fühlt sich relativ clean an. Und Tastatur packen wir jetzt mal aus. Weil heute soll es ja um die Tastatur gehen. Boah, ich weiß nicht. Digga, das ist halt legit. Ich glaube, die Tastatur wurde halt legit für 1 Euro oder so produziert. Ob man mit der gescheit spielen kann, weiß ich nicht. Aber wir finden es raus. Denn, liebe Freunde der Sonne, ich werde jetzt mit beiden Tastaturen, einmal mit der besten bzw. der teuersten Tastatur, die man so bekommen kann, die Apex Pro, die 200 Euro gekostet hat. Das heißt, also, wenn hier eine Maus, dann ist das eine Tastatur für 4 Euro. So, ich werde jetzt beide Tastaturen mal ausprobieren und in dem direkten Vergleich so nebeneinander machen. Ich werde mit beiden Tastaturen einmal freebuilden, gucken, wie das ist. Dann werde ich mit beiden Tastaturen ein paar einzelne einspielen. Und dann werde ich mit beiden Tastaturen Late Game Arena oder sowas spielen. Irgendwie sowas auf jeden Fall, wo ich dann ein bisschen Solo spielen muss. Das ist ja hier. Okay, warte. Digga, what the fuck? Nein, das ist gerade scheiße. Ja, aber. So sieht das aus. Ich joke gerade ein bisschen, aber ungefähr so, Chat. Könnt ihr euch das mal vorstellen hier, wenn ich mit der Apex Pro spiele einfach. So, zack, zack, bum, 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 bum. Die hat halt eine ultraschnelle Reaktionszeit, somit die schnellste, die es gibt bei Tastaturen. Und dadurch ist sie halt auch einfach extrem krass hier zum Freebuilden, weil ich drücke eine Taste auf der Tastatur und die kommt halt auch einfach direkt auf meinen Monitor. Das ist halt super. Ich habe so Karma kassiert dafür, dass ich da Dings, ne? Genau. Oh. Only Pump. Oh nein, das wird glaube ich nicht die beste Idee von mir gerade. Ja, auf einmal besser, was geht. Oh. Hä? Ich habe Angst vor ihm, Chat. Ah, Full Feast. Ah, okay. Wir haben nur 4 Runden gespielt, Chat. Der Typ ist cleaved. Ist auch okay. Ist okay, wir gehen in Late Game Arena rein. Komm. Ah, chillig. Richtig. Wie heißt die Tastatur? Ja, die jetzige ist eine Apex Pro. Die andere ist irgendeine von ISY. Ah, chillig. Richtig, 207. Striker, ne, der Wichser. Er hat halt einen Striker. Ach, der ist auf High Ground. Na toll. Hä? Was war dein Plan da gerade? Ich versteh's nicht. Ja, okay, ich bin low. Oder warte, ich hab einen Plan. Nein. Nein, ich wurde gebullied. Okay. Oh, ja, ich bin nicht mehr glücklich. Arme, er war so stark.
Digga! Warum werde ich hier gepusht von 10 Seiten, hä? Nein, Digga. So unnötig. Werde ich hier so rangenommen, so hart. Hä? Nein! Ich Vollidiot! Das einzige Problem ist, die Tastatur hat keinen richtigen Grip unten. Das heißt, sie rutscht viel. Oh, okay, wieder editieren. Es dauert eine Weile, bis es in den Edit-Modus geht. Ja. Es dauert... Oh, die Edit-Taste reagiert nicht richtig. Aber, ja, manchmal, guck... Ich bin dann schon am editieren, weil ich denke, dass die Edit-Taste bestätigt hat. Aber es kommt einfach keine Edit-Taste. Oder gerade zum Beispiel, es hat einfach keine Wand geplaced. Die Tastatur reagiert nicht so einfach. Ich muss hier richtig doll auf die Tasten drücken und dann auch kurz warten. Ich kann nicht einfach so, also ein bisschen runterdrücken reicht nicht. Wenn ich die Leertaste nur ein bisschen runterdrücke, dann reicht das nicht, um zu springen. Ich muss hier richtig auf die Tastatur drauf. Zum Beispiel da, ich bin nicht gesprungen einfach. Noch ein Minuspunkt, was ich gerade gemerkt habe beim Bauen. Tastatur hier, die hat gar keinen Grip. Hier. Die verschiebt sich einfach die ganze Zeit. Ja, es reagiert einfach nicht, wenn ich irgendwelche Dinger mal setzen will. Aber es ist in Ordnung, ich bin ehrlich. Ja, du bist so geboxt. Hast du geholt? Mediamarkt. War so ein Set irgendwie, so 8 Euro mit Tastatur und Maus. Es kann auch sein, dass die Tastatur 2 Euro kostet und die Maus 6 oder was. Aber auch nicht ein Set. Digga, ich. Nein! Ich wollte nicht mehr schießen! Zack, bam. Okay, okay, stark, stark, stark. Nein, das war ja schon wieder. Quatschig. Nein. Ja, ich verliere. Ich bin so scheiße, Digga. Oh, Leon! Die ist geisteskrank gut. Du schießt doch viel zu schnell, oder? Ja, die ist geisteskrank gut. Retalk. Ich weiß, was ich machen muss. Ich muss mehr auf Aim gehen. Weil meine Maus ist ja die normale. Ja. Ja, mehr brauchst du auch nicht. 1700 Wörter. Ich bin echt. Okay, gib mal einen Guess, was ich für eine Punktanzahl bekomme. Keine Ahnung, 1700 Wörter. Das sollte reichen für 12 Punkte. 12. Ist schon wichtig, was wir da reinschreiben. Ich denke, das ist ein Pump, weil der Hitmarker so komisch aus. Ich habe auch einmal zwei SMGs. So, Jungs, wir gehen jetzt auf jeden Fall in Late Game Arena rein und ich schaue mal, wie es mit der Maus oder beziehungsweise mit der Tastatur natürlich laufen würde. Und ich, also wenn ich jetzt mit der Tastatur besser spiele als mit der alten Tastatur, ist es wirklich over. Nein, das geht nicht. Ich kann nicht spielen. Ich meine es ernst. Ich bin. Dead serious, ich kann nicht spielen. Ein AP. Och, Digga, der andere bekommt den Kill. Ja, wichtig, Chat, wichtig. Das ist so verkrampft zu crouchen. Oh mein Gott, hab ich einen Piece.
Immer ganz sachte, Chat, ganz sachte. Ganz sachte. Wie? Dede. Warum pushe ich? Ich kann gar nicht, ich darf da nicht pushen. Ich bin scheiße. Ich hab eine Tastatur, die funktioniert nicht mehr. Oh mein Gott, aber ich hab Aim. Wow. Okay, ich hab einfach nur getroffen. Ich kann mich nicht ducken. Ich muss mich mit einem Daumen ducken oder so. Der Wichser. High Ground, Chat. High Ground. Ah, okay, wichtig, hat der Kamera kassiert. Nicht mit mir. Nicht mit mir! Ich hab eine Tastatur für 4 Euro. Ich bumm's euch. 4 Euro hat die gekostet, Jungs. Ich... Ach du Scheiße, das war's. Das war's. Digga, krass. Das war ja geil. Das war ja eine geile Tastatur, Digga. Die hat ja Spaß gemacht, Digga. Ich hatte selten mehr mit dem so Spaß gehabt. Und damit würde ich sagen, das war's mit dem YouTube-Video. Man hätte es kaum erwarten können. Die günstige Tastatur war komplett scheiße. Die hat gar keinen Spaß gemacht zu spielen und ich hoffe, ich muss sie nie wieder spielen. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst bitte kein Like da, kein Abo und tragt aber bitte meinen Creator Gochanti ein, weil von einem Like und Abo kann ich mir nichts kaufen. Gut, ciao, ciao.